Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder zurück, euer Odin, und ich begrüße euch zum ungeplanten zweiten Teil von Nioh 2. Ich wollte eigentlich nur einen angezockt machen, aber da ich jetzt 40 Minuten in der Charaktererstellung gesessen habe, habe ich gedacht, ich mache nochmal ein separates Video. Wird angezockt. Gut. Halt, was haben wir hier? Ach, das habe ich nicht gesehen. Sicher kann man das doch durchsuchen. Wie mir war das so? Aha. Also an so einen Stellen kann ich meinen Charakter dann nochmal anpassen, okay. Ob das jetzt später im Spiel auch noch geht, weiß ich nicht. Ah, jetzt können wir uns eine Waffe aussuchen. Ich will ein Schwert. Wir können mehrere nehmen. Also zwei Waffen kann ich mitnehmen. Oh, was haben wir hier? Untersuchung. Nee, ist mir zu ungelenk. Zu ungelenk. Ja, zwei Stück. Ja, genau. Yes, wir nehmen zwei. Und? Was nehmen wir noch? Oh. Eine Sense vielleicht? So wie ein Stab. Sah aus wie eine Sense. Ich versuche das mal. Oh. Das ist der Vogel. Das ist der Fisch. Ich nehme den hier. Oh, yes. Geil. Der ist auf jeden Fall sehr agil.
erstmal brachial mit der Keule. Ja, dann lassen wir das mal. Wir lassen das mal. Ah, ich weiß nicht, ey. Obwohl hier mit Oman. Ich stehe auf diese Zweihandwaffen, ey. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn man noch was Starkes mit bei hat. Wenn mal wirklich ein größerer, stärkerer Gegner kommt. Aber der bin ich so ungelenkt, das gefällt mir nicht. Oh, das ist gut. Ach, wir lassen das jetzt einfach dran. So. Gehen wir mal hier hoch. Hier haben wir nichts. R2 und Kreis ist Wuchtkonter. Okay. So, Kreis und...
Bringen wir hin. Neben Menschen oder KI oder Yoki. Am Boden drücken. Krieg ich nicht hin. Ich bin zu doof dafür. So.
Jetzt hat er die Macht irgendwie, oder was? Ich wollte mich doch verarschen. Hätte mir mal das Video angucken sollen. Kann ich das nicht noch wiederholen? Normal kann er nicht sein. Kann doch nicht schon beim Einführen, beim Tutorial hier verkacken. Ich habe neben dem Gegner Dreieck gedrückt. So, weiter. Vielleicht ist ja nur ein kleiner Bug drin oder so, ich weiß es nicht. So, wir machen das jetzt nämlich normal. Ja, vielleicht anders. Ich mache jetzt immer Video. So. Der wartet, bis er kommt. Nee, der geht weg. Und... War vorhin ja nicht.
So. Hohe Haltung, mittlere Tiefe. Ui. Tiefe Haltung. Haltung obergeschlossen. Durchbruch. Bohren müssen. Dreieck. Boah, das war doch wieder das, wo ich das Video. Oh no. Jetzt haben wir da aber. Gut. Ja, schön. Okay. KI-Impuls. Oh Gott, das hat's aber in sich, ey. Na, scheiße, jetzt soll ich das machen. So, Ort verlassen. Ich wollte unbedingt den Tutorial wenigstens durchmachen, damit ich wenigstens die Grundkenntnisse habe. Ah, überspringen können wir auch. Ich werde mal überspringen. Action sehen. Es kann sein, dass bei mir die Ladezeiten natürlich mehr sind als bei euch, weil ich spiele es nicht von CD und auch nicht von interner Festplatte. Ich spiele es von einer externen Festplatte. Okay, dann machen wir, fangen wir hier an. Die Grafik sieht echt geil aus, muss ich sagen. Should you seek comfort in your sorrow, you would be wise to head to the nearby shrine.
Okay. Also das kann ich nicht als Opfer darbieten, okay. Nur andere Sachen, okay. Okay. Ja, wir kriegen dann auch eine andere, so wie es aussieht. Okay, ich brauche noch so eine zwei Sachen. Ich kann Besucher dann herräumen. Müssen wir mal gucken. Wir brauchen das jetzt wie Becher. Was brauchen wir? Becher. DLC-Gegenstände. Ich weiß gar nicht, was dafür überhaupt für DLC-Gegenstände sind. So. I should have trained more. Think you can defeat me? Just try it. There's no way we can stop something like that. Oh. Ob ich mich mit dem anlegen kann? Scheiße, ich wollte gerade die Stellung wechseln. Mist.
Okay, boah. Drei Becher. Okay, da sterbe ich mit einmal. Ganz toll. Ich hatte die Deckung drin. Ich habe die Deckung nur zu früh wieder fallen lassen. Ist doch nicht. Bin schon wieder tot. Ich hab doch gut gemacht mit Ausweichen. Wollt ihr mich veräppeln? Ich muss da erstmal wieder rinkommen, ey. Ich leg mich jetzt erstmal lieber nicht mit dem an. Oh. Er verfolgt mich. Scheiße, ich bin tot. Mist, der hat mich gesehen und verfolgt. Er ist doch nicht. Schon so schwer? Kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern, ey.
klicken wir jetzt erstmal mit dem Fetten nicht an. Ich mache erstmal so weiter. Erstmal kleine Gegner. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Abkürzung. Ich kann mich nicht dran. Ich weiß schon, dass Nioh schon immer schwer war, aber dass er so schwer war. Da bin ich zu blöd dazu. Schließen. Kann natürlich auch sein, dass ich ein bisschen zu hibbelig hektisch bin. Ich habe mich aus Versehen verwandelt. Ich hab. Oh Gott, ich wollte mich gar nicht verwandeln. Ich wollte R1 und was drücken. Oh Mann, ey. Ich dachte, wenn wir das hier nicht schaffen würden, oder? Kann ja sein, dass ich hier schon am Tutorial verzweifle. Oder eine Einführung. Oh.
nicht sein, ey. Fuck, ich bin tot. Ich hab neu gedrückt. Ach, Mann. Steht, ne? So schlecht kann ich doch ja nicht sein, ne? Immer versuche ich es noch. Ich mach mal jetzt nur hier noch schnell noch einstellen vom Bildschirm. Vielleicht kann ich ja dadurch ein bisschen noch rausholen. Vielleicht sehe ich sie zu schlecht oder ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das mal ein bisschen schärfer hier noch hin gemacht und so. Ich weiß, ich bin nicht der Beste mit schärfer welche ohne Strauß reißen können, aber Versuch macht klug.
ist doch nicht. Ich will nochmal gucken, wie das jetzt ist mit dem Dings hier, wenn ich hier Opfergabe mache. Ach, Quatsch. Ja, wie habe ich das Gefühl, diese Grabsteine werden hier immer mehr. Habe ich jetzt schon eine Schale voll gemacht, weil ich so ein Ding gefunden habe?
aber ich kann noch einen Punkt nehmen. Dann machen wir noch ihn auf Stärke. So. Aber das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich das versuche. Ich bin jetzt hier schon fast eine Stunde dabei. Mit dem Tutorial. Ich hab das echt nicht so schwer in Erinnerung. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mir das nur einbilde oder so. Aber ich hab's echt nicht so schwer in Erinnerung. Oh, fuck. Fuck, ich bin tot. Ich habe jetzt mal versucht, einfach nur so schnell wie möglich immer auf ihn drauf zu schlagen, aber das hat semi-optimal geklappt. Das kann nicht sein. Ich komme nicht mal, was ist mit mir in letzter Zeit los? Ich komme nicht mal über das erste Level hinaus, ey. So, Video abspielen. Gucken wir uns mal das Video nochmal an. So. Ach so. Ach, ich habe vergessen. Toll. Ach, bin ich bescheuert, ey. Bin ich bekloppt, ey. Ich hab vergessen. Es wird heller, oder? Irre ich mich?
Ah, fuck. So, mehr nochmal. Ah, scheiße, ich hab keine Energie. Scheiße. Ach, ich hab's verkackt. Ich muss halt R1 drücken. Ich hab die ganze Zeit vergessen, R1 zu drücken. Wollt ihr mich verarschen, ey? Bin ich weitergekommen und dann werden mich weg von Menschen abgeschlachtet. Ey, ist doch nicht normal. Ach, ey. Wie diese Deckungsdinger von Dark Souls-Dinger hasse, ey. Ich bin eher der Haut-drauf-Typ und nicht abwarten und dann kontern und diese Zeug alle. Das ist eher nicht meins, muss ich mal so dazu sagen. Du hast Assassin's Creed und so was. Einfach rinnen in die Meute, wegmotzen und fertig ist. Grafik ist. Bild ich mir das ein oder wird das gerade heller? Mond steht immer noch da, aber ich hab irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heller wird. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Ja, keine Ahnung, ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es heller wird. So, wir drehen uns mal um. Wir machen mal hier schön so für den Abschluss. So mit dem Mond. Yes. Wenn sie so schwer wäre, wird noch besser. Aber es ist ein cooles Spiel. Ich weiß, dass viele von euch haben Nioh 1 gefeiert und feiern Teil 2 oder warten bzw. auf Teil 2, wollen sich demnächst holen. Ich habe ja mit einem von euch geschrieben. Aber wie gesagt, meins ist es jetzt nicht. Ich bin nicht so der Deckung- und Kontertyp. Ich will einfach nur metzeln, Missionen machen und fertig ist. Und diese. Nee, so diese Dark Soul-like, das ist überhaupt nicht meins. Ich habe es auch nur angespielt für euch, weil ihr das sehen wollt. Und ja, ihr wollt eher sehen, wie ich verkacke gleich am Anfang. Habe ich ja wieder mal gut geschafft. Aber Grafik, Sound und so ist echt cool gemacht. Auch der reagiert doch ziemlich schnell. Die Steuerung ist super für Leute. Sehr interessant für die, die damit was anfangen können, würde ich mal sagen. Ich, wie ihr gesehen habt, definitiv nicht. Ich werde es aber noch mal ein paar Mal versuchen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal. Vielleicht liegt es ja auch nur an meiner Tageskonsistenz, dass ich einfach nur K.O. bin oder so. Ich weiß es nicht. So, ich bin denn jetzt weg. Ich wünsche euch allen, wie lange haben wir jetzt gemacht? Über eine Stunde. Ja, einen schönen Tag. Oder was weiß ich, wenn ihr das abends seht, einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns in demnächst irgendwie hier auf dem Kanal wieder oder bei Twitch im Livestream. Bei Twitch Odin_Ase findet ihr in der Videobeschreibung eigentlich so gut wie jeden Abend einen Livestream. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.